Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 12 von Legenden Arceus, Pokémon Legenden Arceus. Beim letzten Mal waren wir im Sumpfgebiet und haben trainiert, dass wir im Rang aufsteigen können. Oh, der möchte uns noch was sagen. Du bist doch das Forschungstruppmitglied, das sich im Roten Sumpfland bewährt hat. Dich habe ich gesucht. Meine kleine Schwester Mina ist für ihre Arbeit beim Sicherheitstrupp ins Sumpfland gegangen, aber nicht mehr zurückgekommen. Und nun ja, da du bereits diese Hinatsu im Sumpfgebiet ausfindig machen konntest, hatte ich gehofft, du könntest auch Mina wieder zurückbringen. Okay, wir? Ah, du suchst sie mit Hilfe eines Pokémons. Ich könnte dir ihre Lieblingstaschentuch geben. Bitte such das Sumpfland nach Mina ab. Ich zähle auf dich. Ja, wenn ich das nächste Mal im Sumpfgebiet sein sollte, mache ich das. Hallo, Celestiel. Ich würde gerne, dass du meinen Rang höher stellst. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yes, Level 3. Oder Rang 3. Du bist nun offiziell ein 3-Sterne-Mitglied der Galaxis-Expedition. Ja, ich kann Superbälle einsetzen. Und mir gehorchen Pokémon bis Level 40. Der Forschungsbericht ist größer. Das hier solltest du auch noch bekommen. Diese Anleitung wird dir sicher von Nutzen sein. Ein Apriko, ein Eisenbrocken und ein Glanzstein. Okay. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Okidoki. Hier ist auch eine neue Mission. Ein prächtiger Pilz. Könnten wir mehr über die Pilze von Parasek herausfinden? Okidoki. Dann gehen wir jetzt zu Don Boko, weil wir sollten ja mit Don Boko reden. Dir ist es also gelungen, Trisella zu beruhigen. Gute Arbeit. Manchmal bleibt der Galaxis-Expedition nichts anderes übrig, als gegen Pokémon zu kämpfen. Doch auch dann geht es uns in erster Linie darum, eine friedliche neue Heimat zu schaffen. Du kamst aus dem Riss im Raumzeitgefüge herausgeflogen. Und es waren Blitze aus eben diesem Riss, welche die Pokémon in Rage brachten. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Um zu beweisen, dass es keinen gibt, müssen wir vielleicht den Riss selbst untersuchen. Hier habt ihr eure frischen Kartoffelmochis. Achtung, sie sind noch heiß. Ah, wundervoll. So lässt es sich aushalten. Verzügliche Kartoffelmochis in guter Gesellschaft, die Besprechung der Forschungsergebnisse und dann zufrieden ins Bett fallen. Was will man mehr? Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Bringt uns das auch wirklich bei unserer Forschung weiter? Oder dabei, uns hier ein Leben aufzubauen? Ach ja, ich wollte dir noch was geben, Liz. Diese Teile haben es in sich. Macht euch mal keine Sorgen. Wenn du dir nichts vertraust, wenn du dir nur vertraust, wirst du deinen Weg finden. Das ist mein Motto. Wir müssen nur Vertrauen haben, dann werden wir es ganz bestimmt irgendwann schaffen, den Pokédex zu vervollständigen. Den immer ganz wichtig. Morgen! Ich habe große Neuigkeiten, Liz. Ab jetzt arbeite ich im Friseursalon hier. Endlich kommen alle in den Genuss meiner eigenen, authentischen Haarkreationen. Meine Pflicht als Trisellas Wächterin lasse ich dabei natürlich nicht außer Acht. Ich habe nur gerne ein zweites Standbein.
Besuch mich doch mal im Friseursalon. Du wirst deine Haare kaum wiedererkennen. Im positiven Sinn natürlich. Ich bin froh, dass Sava jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter Denboku, wegen der Sache mit Osaluna. Wer in Jubeldorf arbeitet, ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gemeinschaft. Ich heiße dich willkommen, Hinatsu. Liz, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir. Diese Leute hier sind frisch in Hisui angekommen und werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Genau wie die Galaxis-Expedition am Strand des Aufbruchs an Land ging, wird auch für euch hier ein neues Leben beginnen. Ich habe gehört, dass es hier in der Hisui-Region nur so von starken und feuchterregenden wilden Pokémon wimmelt. Aber die Galaxis-Expedition soll sich bestens mit Pokémon auskennen und ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu fördern. Das stimmt, diesen Ruf haben wir wohl Liz hier zuzuschreiben. Sie gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist der Zusammenarbeit aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeiht und uns als Heimat in Hisui dienen kann. Wir werden helfen, wo wir noch können, Herr Expeditionsleiter. Dank der Pokémon-Untersuchungen des Forschungstrupps vergrößert sich auch die Gebiete, in denen wir sie operieren können. Das wiederum macht es uns erst möglich, Neuankömmlingen bei uns aufzunehmen. Aber ich muss schon sagen, Liz, du magst Pokémon wirklich sehr, nicht wahr? Vielleicht unsere Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen. Und trotzdem hältst du an deiner Sympathie für sie fest. Ich schätze, das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotz allem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind. Egal, ob wir nun ein Leben an ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. So wahr ich Denboku heiße, wenn es sein muss, werde ich auch drastische Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewohner zu beschützen. Boss, Perla vom Perlenclan ist hier. Ich denke, ich weiß, warum sie hier ist. Liz, schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf durch die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert und komme anschließend in mein Büro. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich das nächste Gebiet freigeschaltet. Das ist ein Auftrag, den nehmen wir noch mit. Hallo, junger Mann. Du, rate mal, was man braucht, um ein ganz tolles Mitglied der Galaxis-Expedition zu sein. Falsch. Naja, nicht ganz falsch. Das ist auch wichtig. Aber ich meine was anderes. Das Wichtigste ist dein Partner-Pokémon. Zusammen seid ihr stärker als alle anderen. Irgendwann will ich auch mal ein Pokémon fangen. Ich übe schon fleißig das Werfen. Allerdings lässt sich mit echten Pokébällen sicher besser üben. Ihr vom Forschungstrupp habt doch sicher welche auf Lager. Kannst du mir ein paar geben? 5 Pokebälle würden mir schon reichen. Na komm. Hier bitte. Du bereist 5 Pokebälle. Juhu! Jetzt kann ich mir auch ein Partner-Pokémon fangen. Hier ein Dankeschön. Es war eine reife Leistung von mir, diese Leistungssand zu sammeln.
Frag Bilala, wenn du mehr darüber erfahren willst. Die heißt übrigens Belila. Lesen sollte man halt können. Mit diesen Pokebällen werde ich jetzt so richtig fleißig üben. Du machst dich so lange auf die Suche nach einem passenden Partner-Pokémon für mich, ja? Mal gucken. Oh, haben wir da schon wieder eine neue Mission? Klebunkels Gift. Deboku, ich komme! Ich eile, ich flitze, ich renne, ich jumpe, ich springe. Ich bin in Kürze da. Du hast also die Pokémon im roten Sumpfland erforscht. Gut gemacht. Als nächstes wirst du dich ins Koboldküstenland begeben. Ich sage dir gleich vorweg, dass du dort vergeblich einen König oder eine Königin suchen wirst. Ist das nicht Arcani? Ach so, halt nur, dass Arcani irgendwie noch Vulcano ist oder so. Irgendwie war da doch die Geschichte. Lass mich das etwas genauer ausführen, Liz. Es gab dort mal einen König, bis es dann vor wenigen Jahren zu einem tragischen Unfall kam. Der König verlor dabei sein Leben. Aua. Nun geht aber die Kunde, man habe an seinem ehemaligen Aufenthaltsort seltsame Schattengestalten gesichtet. Doch damit ist noch nicht genug. Mitglieder des Sicherheitstrupps und des Produktionstrupps sollen beim Sammeln von Materialien auf der Feuerspeiinsel von einem Gespenst attackiert worden sein. Solche fürchterlichen Zustände dürfen wir an einer hohen Heizstätte auf keinen Fall zulassen. Aber unsere Wächterin im Koboldküstenland ist gewissermaßen verhindert. Du kannst dir sicher schon denken, was meine Anweisungen sind. Nimm du dich der Sache an. Okay, ich kann mein Glück versuchen. Ich werde im Koboldküstenland auf dich warten. Die Landschaft dort ist wunderschön. Es tut mir leid, dich mit einer so verheerenden Situation konfrontieren zu müssen. Liz ist ein fähiges und fleißiges Mitglied der Galaxis-Expedition. Diese Aufgabe kann ich ihr ohne Sorge anvertrauen. Stimmt, immerhin hast du es ihr auch geschafft, den König des Waldes zu beruhigen. Du hast mein Vertrauen. Als nächstes gilt es, das Koboldküstenland zu erforschen. Eine deutlich längere Strecke als zuvor ins rote Sumpfland steht dir bevor. Wappne dich an. Mit deinem Rang solltest du ohne weiteres ins Koboldküstenland aufbrechen können. Du kennst deine Mission. Erforsche die Feuerspeiinsel. Wir werden jetzt noch einmal mit dem Typen reden, dass er unsere Tasche vielleicht erweitert. Ich weiß nicht, ob ich genug Geld habe. Wir hatten ja schon beim Sumpfland das Problem, dass wir nicht mehr genug Platz hatten. Das kostet, das nächste kostet wahrscheinlich 6.000. Das können wir auch noch uns leisten. Dann haben wir kein Geld mehr. Danke. Ich würde dann jetzt gehen. Mehr Geld habe ich nicht, weil das nächste wird wahrscheinlich 7.000 kosten. Danke und auf Wiedersehen. Der will wieder, dass wir mit dem Alten reden. Das machen wir jetzt andermal. Hier noch einmal unser Inventar ausräumen. Warte mal. Alles verschieben. Alles verschieben. Alles verschieben. Die können wir mal behalten. Die auch. Ich glaube, die braucht man zum Herstellen.
Die können wir auch mal noch behalten. Ah, die hätten wir vielleicht auch behalten können. Wieder Platz im Lager haben. So. Huch. Ah, wenn das mal nicht Liz ist. Aber es ist wohl nicht verwunderlich, dich im Dorf zu treffen. Wohin führt dich deine Pokémon-Forschungen als nächstes? Ins Koboldküstenland. Ach, die arme Rana. Wie sie sich wohl als Wächterin ohne König fühlen muss. Sogar bei uns im Perlenclan zerreißt sich so manch einer das Maul über sie. Wie fies. Hoppla, jetzt fange ich auch schon mit der Tratscherei an. Bevor ich dich weiter mit Sachen behelligen, mit denen du gar nichts zu tun hast, verrate ich dir lieber etwas Feines. Unter den Pokémon gibt es Arten, die auf die Kraft spezieller Steine reagieren. Manche Pokémon entwickeln sich sogar mit Hilfe bestimmter Steine. Axantor ist ein Beispiel dafür. Ich erkläre dir das eigentlich nur, weil du als Mitglied des Forschungstrupps Pokémon untersuchst. Jeder Stein, über den du in Hisui stolperst, könnte sich ein bedeutender Fund herausstellen. Der Legende nach soll es einen Stein geben, in dem die gleiche Kraft schlummert, mit der das ehrwürdige Sinnoh einst das Universum erschuf. Und damit du das alles nicht vergisst, überlasse ich dir diesen halbwegs bedeutsamen Steine, die ich gefunden habe. Okay. Danke. Solltest du es auf Entwicklungssteine abgesehen haben, kannst du bei der Ginkgo-Gilde welche kaufen. Na, ich würde lieber in diesen Riss im Zeitraumgefüge gehen. Und dort selber die Steine sammeln. Auch wenn ich jetzt noch nicht das Level dafür habe, ich weiß. Bin mal gespannt, wenn wir das erste Mal in so einen Risszeit links gehen. Also ich war da ja schon, weil ich das ja schon mal gespielt habe, aber wenn wir jetzt hier in dem Let's Play mal da rein können. Wow. Also ich finde es schon schön, diese Gegend, die sie gemacht haben. Das Kobalt-Küstenland. Das hier ist das Kobalt-Küstenland. Wie du siehst, erstreckt sich hier das Meer und der Himmel, soweit das Auge reicht. Was für Pokémon uns in diesem Gebiet wohl erwarten? Wasser-Pokémon? Oder vielleicht jene vom Typ Flug? Goss, ich bin ja so aufgeregt. Oh, bei all dem Spaß an der Forschung sollten wir aber deine Mission nicht vernachlässigen. Hast du irgendwelche Fragen? Bei der Feuerspeiinsel handelt es sich um einen Vulkan in der Nähe der Küste. Wenn du dorthin willst, sprichst du am besten mit Suzuki. Suzuki, nicht eine Automarke? Entschuldigung. Aber ich glaube, die schreibt man mit Z. Ein Wächter des Diamant-Clans. Suzuki! Ist das Suzuki? Nee, das ist Perla. Hallo, Perla! Sich voll schön an. Das Schöne am Flötenspielen ist das Gefühl, seinen Klang könnte jede Entfernung überbrücken. Ja, ich bin soweit. Jetzt kann ich dir einen Kampf bieten, den ich mit ganzem Herzen bestreite. Okay. Du bist durch den Riss im Raumzeitgefüge getreten. Und weißt, was für eine Welt sich dahinter erstreckt. Nun wirst du sehen, was ein echter Kampf ist.
Oh, Glaciola. Glaciola. Interessant. Und Evoli, okay. Ich habe zwei Pokémon. Aua. Fies, die haben mich einfach dreimal attackiert. Gestein, dann würde ich vielleicht dich hier nehmen. Zugkipp dürfte dir ja, das müsstest du ja eigentlich tanken können. Und dann hauen wir erstmal Glaciola weg. Sehr gut. Das dürfte jetzt nicht so viel Schaden machen. Krass, dass das fast nur das halbe Level hat, die Attacke aber ohne Probleme überstanden hat. Ah, was war das erfrischend? Die Welt ist so riesig groß. Dagegen komme ich mir so klein vor. Ich danke dir. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Also gut, mit dir habe ich einfach das Gefühl, offen über alles reden zu können. Denn Boko und ich, wir sind beide Anführer. Ihm gegenüber will ich keine Schwäche zeigen. Aber manchmal frage ich mich einfach, warum ich diese ganze Last überhaupt schultere. Hier im Küstenland, musst du wissen, gibt es eine Wächterin namens Rana. Aber es gibt keinen König mehr, um den sie sich kümmern könnte. Und sie bereitet auch seinen Erbe nicht darauf vor, die Nachfolge anzutreten. Manche sagen sogar, Rana habe überhaupt nicht mehr das Zeug dazu, als Wächterin zu dienen. Das Gerede lässt mich jedoch kalt. Sie ist mir unglaublich wichtig, und das ist, was zählt. Wir haben beide darum gewetteifert, wer es zum Oberhaupt des Clans bringen würde. Und ich habe dabei viel von ihr gelernt. Ich würde dich also gerne um etwas bitten. Könntest du dafür sorgen, dass der Erbe des Königs ein würdiger Nachfolger wird? Er wird sich an deiner Stärke sicher ein Beispiel nehmen und sehr bald auf eigenen Füßen stehen. Das sollte auch den letzten Skeptiker davon überzeugen, dass Rana doch zur Wächterin taugt. Du hast dem Perlclan dabei geholfen, Axanthors Rage ein Ende zu setzen. Und ich bin mir sicher, du wirst auch dieser Bitte gewachsen sein. Folge diesem Weg und du müsstest Rana auf einem Hügel zu deinem Linken finden. Ich werde mein Bestes geben, aber erst im nächsten Part. Tschüss, eure LA. Bis zum nächsten Mal.